Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu einem neuen KiCad Tutorial. KiCad 5.0.2 und der User Claudio hat mich gefragt, wie man Footprints automatisch platzieren kann auf der Platine. Kurzer Zwischenhinweis an den User Joe, deine Mail stelle ich mal aufs Wochenende zurück, da die ganze Anfrage von dir etwas umfangreicher ist und das dauert dann ein bisschen länger und das möchte ich dann auch in Ruhe vorbereiten. Aber vom Claudio, das machen wir hier mal schnell zwischendurch. Ich habe unser Tutorial 12, die runde Platine, gelöscht und die Netzliste einfach nochmal neu eingelesen. Also die Footprints und die Edge Cuts alles raus, gelöscht und die Netzliste nochmal eingelesen. So, euch wird jetzt hier so nicht auf den ersten Blick auffallen, aber deswegen sage ich's. Der Arduino Nano fehlt jetzt hier. Durch das Einlesen der Netzliste werden nur die Bauteile vom Schaltplan eingelesen. Der Arduino Nano ist nicht dabei. Warum? Weil er im Template schon festgelegt wurde und deswegen nicht in der Netzliste auftaucht. Soll aber jetzt hier für das automatische Platzieren von den Bauteilen kein Problem sein oder nicht von Belang sein. So, was viele vergessen oder was nicht gemacht werden kann, ist ein vollständiges automatisches Platzieren von Footprints. Das kann KiCad nicht leisten, das funktioniert also nicht so wie ein Autorouter, der jetzt hier automatisch alle Verbindungen erstellt, sondern was ist mit automatischem Platzieren gemeint? Automatisches Platzieren geht eigentlich um das Ausrichten von Bauteilgruppen oder von einzelnen Bauteilen. Dazu wähle ich jetzt mal hier diesen Connector an. Ich schiebe den hier raus. Ich nehme den nächsten Connector, ich schiebe den ebenfalls raus. So, und ich setze diesen Connector, den dritten Connector hier daneben. Zum Beispiel das Ausrichten, dass sich hier die Luftlinien nicht verdrehen. Ja, das müsst ihr dann schon selber machen, das müsst ihr euch auch vorher überlegen. Wie mache ich das, wie sieht das am besten aus, dass ich dann meine Leiterbahnen am einfachsten selbst rute oder mit dem Autoruder, wie schon gezeigt, ruten lasse, um dann auch möglichst wenige Vias zu erhalten auf der Platine. Das müsst ihr schon selber machen, da kann euch KiCad auch nicht helfen, soweit ist die künstliche Intelligenz dann doch noch nicht. Aber zum Beispiel ausrichten kann man hier wunderbar machen mit KiCad 5.0.2. Wir markieren unsere drei Konnektoren und machen einen Rechtsklick und können jetzt Folgendes hier oben machen im Kontextmenü. Einmal können wir diese Bauteile sperren, dass sie nicht mehr bewegt werden können versehentlich. Macht bei großen Platinen mit vielen, vielen Bauteilen unwahrscheinlich viel Sinn, dass das, was man einmal sauber und exakt positioniert hat, auch gesperrt wird an Bauelementen, damit es nicht mehr so ohne weiteres im Eifer des Gefechts verschoben werden kann. Ich kann das dann natürlich auch entsperren oder mit der Taste L hier zu sehen, so toggeln, also das heißt sperren und entsperren durch das Drücken der Taste L. Dann haben wir hier oben unsere automatischen Platzierungsbuttons und da können wir hier das finden unter Ausrichtung und Verteilen und wir wollen jetzt mal unsere drei Bauelemente senkrecht links platzieren. Ich klicke hier mal drauf, zack, und wir sehen, jetzt sitzen alle drei Konnektoren exakt unter dem nach am weitesten links stehenden Konnektor senkrecht. So, dann haben wir jetzt hier gesehen, hier sind noch unterschiedliche Abstände in der Vertikalen. Wir markieren nochmal, gehen nochmal auf rechts und sagen vertikal verteilen. Zack. Und jetzt sind alle drei Konnektoren exakt vertikal verteilt. Können wir auch mal nachmessen, dass es mir auch glaubt. Ich gehe mal hier auf die Ecke. Wir sehen hier 4 mm. Abbrechen von da nach da. Ebenfalls 4 mm. So, jetzt habe ich hier also eine Bauteilgruppe. Und diese Bauteilgruppe kann ich jetzt auch gemeinsam markieren und mit der Taste M bewegen. Ihr seht auch hier schon meine Cursor. Mein Cursor sitzt jetzt hier auch schon an der rechten Kante von den drei Konnektoren exakt an und ich kann die jetzt hier sehr sauber positionieren und ich habe alle drei Konnektoren im gleichen Abstand und ich kann die jetzt hier positionieren. Wo macht das Sinn? Zum Beispiel bei einem LED-Array. Ein LED-Array
kann ich dann entsprechend sauber ausrichten, in der horizontalen und in der vertikalen, schön sauber verteilen und sauber positionieren, und ich habe die alle exakt auf meiner Platine sitzen. Und wie man jetzt so ein Array erstellt, das möchte ich euch auch nochmal zeigen. Ich mache es hier mal an einem Widerstand, aber das könnt ihr auch mit einer LED machen. Das heißt, ihr fügt in euren Schaltplan eine LED ein, weist dieser LED einen Footprint zu, lest die Netzliste ein und geht dann auf diese eine LED, nicht 25, sondern nur auf die eine. Und ich schiebe den mal hier ein bisschen nach oben, dass man das ein bisschen besser sehen kann und dass hier ein bisschen mehr Platz ist. Ihr hättet jetzt also eure LED hier und geht auf die rechte Maustaste und sagt Array erstellen. Und wir machen jetzt hier mal ein 5x5 und Abstand horizontal mit 10 mm und vertikal ebenfalls 10 mm. Und siehe da, so schnell hättet ihr jetzt, wenn das LEDs wären, ein LED-Array erstellt, was ihr dann auch wieder sofort auf eurer Platine benutzen könntet. Und die Luftlinien sind obendrein auch noch da. Ja, so kann man zum Beispiel, wenn man jetzt sich ein Leucht-LED-Array machen möchte, ein Array erstellen, hier noch an der Seite ein Connector dran und das wird automatisch verbunden. Im Schaltplan wären das dann nur zwei Bauteile, der Rest macht KeyKit. Ja, viel Spaß beim Positionieren und vielleicht auch mal ein bisschen rumspielen mit den Arrays. Claudio, ich denke, ich habe die Frage beantwortet. Viel Spaß und wenn es denn Fragen gibt, einfach in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.